Karl der Große war 4, vielleicht sogar 5 Mal verheiratet, und zwar mit Hilmtrud Gerbera, Tochter des Langobardenkönigs, Hildegard, zu der er die wohl innigste Beziehung hatte und die er als Dilectissima bzw. Dulcissima Conjux bezeichnete, Fastrada und vielleicht Luitgard. Außerdem hatte er gleich mehrere Konkubinen. Mit diesen Frauen hatte Karl mindestens 18 Kinder, 8 Knaben und 10 Mädchen, von denen 13 auch das Erwachsenenalter erreichten. Außereheliche Kinder hatten meist hohe geistliche Positionen inne. Die Genealogie der Karolinger ist daher ab Karl unübersichtlich. Zahlreiche Familien des Mittelalters führten ihre Herkunft von ihm ab. Von Bedeutung sind Karl der Jüngere als fränkischer König, Pippin bzw. Karlmann als König von Italien und Ludwig I., der Fromme, der ihm dann allein auch nachfolgen sollte. Bei Karl spielen politische Dimensionen in seinen Ehen eine wichtige Rolle. Zu berücksichtigen ist auch, dass Karl an der Wende der Polygamie zur Monogamie stand und Ehe in dieser Zeit noch eine Privatangelegenheit der Familien war und nicht mit kirchlichen Segnungen geschlossen wurde. Obwohl das Reichsteilungsgesetz überflüssig geworden war, bemühte sich Karl um eine nahtlose Übergabe an seinen Sohn Ludwig. Außenpolitisch bestand Gefahr durch Normannen, Venezianer, Bretonen und Araber. Im Inneren wurden die freien Franken mit geringem Besitz von freien Großgrundbesitzer zunehmend bedrängt. Ein Feudalisierungsprozess setzte ein, der die Oberschicht reduzierte. Karls Politik für die wirtschaftlich Schwächeren kam zu spät. Für die Übergabe der Macht an Ludwig sorgte Karl schon zu Lebzeiten. Er rief seinen Sohn auf einer Reichsversammlung zum Nachfolger aus und setzte ihm im September 813 in Aachen die Kaiserkrone auf. Das war ungewöhnlich, denn die Franken kannten bislang nur einen Unterkönig. Zudem erinnert das Vorgehen an die byzantinischen Mitkaiser. Außerdem war mit der Krönung durch den Vater klar, dass das Kaisertum ohne bischöfliches oder gar päpstliches Zutun weitergegeben werden konnte. Karl setzte sich auch weiter über die kirchliche Obrigkeit hinweg. Auf mehreren Synoden 813 wurde eine Kirchenreform von Karl veranlasst. Diese Politik wurde von Ludwig fortgeführt und stark kritisiert. Am 28. Jänner 814 starb Karl der Große. Er wurde in seiner Lieblingspfalz Aachen bestattet. Der Ort bleibt für das Reich von höchster Bedeutung, denn Aachen ist der traditionelle Krönungsort der deutschen Könige. Die Pfalzkapelle, der heutige Dom, wurde unter Karl dem Großen nach byzantinischem Vorbild in Form eines Oktogons errichtet. Bereits unter Karl wurde die Kirche reich mit Reliquien ausgestattet. Im Rahmen der Aachener Heiltumsfahrt sind heute zum Beispiel das Kleid Mariens, die Windeln Jesu, das Lendentuch Jesu und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers zu sehen. 3 kleinere Heiligtümer, der Gürtel Mariens, der Gürtel Christi und der Geißelstrick Christi, sollen 799 als Geschenk des Patriarchen von Jerusalem nach Aachen gekommen sein.